Egal ob Sport oder Erholung, das Brandnertal hat überall etwas zu bieten und ist deshalb auch ein beliebtes Reiseziel. Bereits vom Anfang des Tals hat man den Blick auf den Böser Berg. Ein besonderes Ziel am Böser Berg ist die Alpe Rona. Oben auf der Alpe findet man unzählige Wanderwege mit Blick auf Bludenz und den gesamten Walgau. Zu Fuß ist die Alpe innerhalb von 10 Minuten vom Wanderparkplatz am Böser Berg aus erreichbar. Auf der bewirtschafteten Alpe findet man eine Besonderheit nach der anderen. Die Schausennerei auf der Alpe ist für jedermann zugänglich. Durch ein Schaufenster kann man während den Sommermonaten dem Senn vormittags bei seiner Arbeit zuschauen und kann erfahren, wie denn der Alpkäse entsteht. Das feine Alplädele sorgt dann vor Ort für das Wohlbefinden der Wanderer. Für alle, die bereits eine Wanderung hinter sich haben, bietet die natürliche Kneippstelle wenige Gehminuten vom Lädele entfernt seinen Fleck zur Erholung. Kaltes Quellwasser lässt den Puls hochschnellen und erfrischt den ganzen Körper. Bei einem kleinen Spaziergang von der Alpe entfernt trifft man schon auf die außergewöhnlichen Steinkreise am Böser Berg. Sie sind Zeuge einer längst vergangenen Kultur. Die Steinkreise wurden teils als überdimensionaler Kalender verwendet, sowie auch zu Ehren der Göttin Rätia erstellt. Das Besondere auf der Alpe Rona ist, dass im Jahre 2003 diese Steinkreise entdeckt wurden. Diese Steinreihen dienten den Leuten früher zur Orientierung, dass, wenn sie zur Jagd gingen, dass sie wieder zu ihrem Volk zurückgefunden haben. Des Weiteren haben die Leute sehr viel Zeit gehabt und haben Sonne und Mond beobachtet. Und so haben sie an astronomischen Tagen festgestellt, dass die Sonne oder der Mond über die Berggipfel geht. Weiters haben wir festgestellt, dass sie auch einen Kultplatz hier errichtet haben, dass wenn man dorthin steht, dass es den Menschen sehr gut tut. Das ist eigentlich das Besondere hier auf der Rona. Die Vorfahren nutzten diese Steinkreise nicht nur zur zeitlichen, sondern auch zur geografischen Orientierung. Kraftfelder in den Steinkreisen dienten den Rätsiern zur Heilung. Hier sehen wir die Steinverlegung in den Steinkreisen. Es wurde extra offen gemacht, damit man das beobachten kann. Es sind solche Rätsiersteine da ausgelegt. Und zwar haben die Rätsiersteine eine Flussrichtung. Man kann sich das wie einen Beamstrahl vorstellen. Und wenn man die hintereinander legt, wird der Strahl immer stärker. Jetzt, um die Flussrichtung zu zeigen, merkt man, dass je weiter man weggeht von dem Stein, je stärker dreht es. Also das Feld von dem Stein geht etwa bis hier. Genau, so. Also das Erste, was man beim Pellen lernen muss, ist, wie ist die Richtung des Kraftfeldes. Wer feinfühlsam ist, spürt heute noch die kraftvolle Energie dieser Steinkreise.